Moin, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude und ich bekomme einen Titel dafür, dass ich Ende der letzten Folge Zeug gepostet habe. Ach, und eine Apfelmedaille, yay, ich bin's einfach. Ja, willkommen zu einer neuen Folge von New Pokémon Snap. Das ist eigentlich alles, was ich sagen wollte. Ich guck mir nochmal kurz an, wie das online jetzt eigentlich genau aussieht. Online-Profil. 44 Medaillen habe ich bekommen für mein Kunstwerk. Ich hab's euch gesagt, ich bin so ziemlich Picasso. Ja, und dann gibt's noch Dodri. So, wir labern nicht lang drum rum, wir machen weiter. Scheiße, wollte ich in der Wüste noch was machen, überlege ich gerade. Ich glaube, die Wüste wollte ich fürs erste Mal hinter mir lassen und heute den Strand spielen, den wir gleichzeitig mit der Wüste freigeschaltet haben. So. Strand ist auf jeden Fall eine Gegend, die ich allein vom Prinzip her sehr gut finde. Deswegen, ab geht's. Ich muss mich jetzt erstmal kurz wieder einfinden. Ich spiele so selten, lol. Servus. Ja, guck zu mir. Aha, wenn eine Palme ein Apfel ist. Ist das Kannibalismus? Naja, beides Früchte irgendwo. Das sind die wichtigen Fragen im Leben. Ja. Ha, ich hab der scheiß Palme einen Apfel ins Gesicht geworfen. Das hast du vom Kannibalismus. Das war ein bisschen weit weg, aber sonst denke ich ganz nice. Und ich wollte gerade sagen, dass da bei dem Busch gar nichts ist, glaube ich nicht. Aha, Kristallblume. Jo, das war, denke ich, decent. Ey, beweg dich. Danke. So, da haben wir noch ein Vivillon. Ich habe irgendwie das Gefühl, das kommt hier gleich nochmal. Nö, das Loch ist einfach Deko. Da hinten fliegt's aber. So, da war doch bestimmt ein decent Foto dabei. Das war gerade, glaube ich, ein bisschen close. Reagier, du Haufen Scheiße. Dann halt nicht. Ja, Lumina-Kugeln haben wir noch nicht. Kristallblume halt bringt einen Scheißdreck so. Danke, dass auch eins als Flunschlick zählt. Die reagieren auf gar nichts. Langweiler. Da hinten chillt noch ein Flunschlick. Wow. Das sich sehr heftig gönnt. So, es geht dann auch direkt weiter hier lang. Na komm, wo ist die scheiß Sandburg? Da ist ein Pikachu. Dann halt nicht. Und ja, ah, hier sind noch mehr von den Türmen. Kannst du mir nicht erzählen, dass nicht eins davon das Sandburg-Pokémon ist? Wow.
Ja, jetzt dreh dich halt in dem Moment weg, du Haufen. Ah, das war, glaube ich, decent. Und damit war es das dann auch so ziemlich. Das war das Strandlevel. Ja, ist ganz nice. Auch wenn ich sagen muss, also die Wüste hat mir besser gefallen. Die war schon cooler so. Aber naja, mal gucken, was der Keck zu meinen Fotos sagt. 10 verschiedene Spezies hatten wir. Die sind alle 2 Sterne. Da ist halt weit weg, dafür guckt's hin. Kokowai haben wir 2 mit 2 Sternen. Ich nehme aber das. Das da. Wir haben 3 Sterne Bluebella hier, als sie getanzt haben. Ich glaube, das ist das Beste. Ja, davon haben wir halt nur 1, genau wie davon. Machomai haben wir 1 mit 2 Sternen. Die sind alle nicht toll. Wo ist das Octillerie am besten? Hier, I guess. Hier nehme ich definitiv das da. Und ja, die sind beide Trash. Keine Frage da, die sind beide Trash. So, Krabox ist zu weit weg für eine gute Punktzahl. Ja. Kokowai ist doch eigentlich decent. Jo, stimmt er mir auch zu. Ich glaube, das hätte man... Ja, okay, ein bisschen besser hätte ich eigentlich schon gedacht. Aber hier, dafür gibt's doch da über 4K, oder? Dein Ernst? Willst du eine Schelle? Ja, darüber müssen wir nicht reden. Ufa haben wir keine große Auswahl. Das Foto ist scheiße, aber hatten auch nichts anderes. Ja, und der guckt halt in eine ganz dumme Richtung. Aber das ist doch nicht fast gleich wie das Bluebella-Foto, Digga. Erzähl das deiner Oma. Aber hier, komm, das ist doch gut. Danke. Ja, und das ist schlicht Trash. So, wie viele Punkte gibt's? Fehlen mir wieder 1000 zum Level-Up? Nein, ausnahmsweise nicht. Ausnahmsweise reicht's direkt für ein Level. Hui, hui, hui. So, gibt anscheinend mal wieder News. Und ihr merkt, die Aufträge ignoriere ich im Prinzip einfach nur, wenn ich irgendwann random mal einen bekomme, dann schön und gut, aber ich gehe nicht aktiv auf die ein. Toll. Die Erkundung des Strandes scheint gut voranzukommen. Ein guter Zeitpunkt, um eure Forschung auf das Meer auszuweiten. Das Neo One kann nämlich auch Wasser überqueren, wie ihr sicher schon bemerkt habt. Also dann, ich wünsche euch viel Spaß beim Erkunden des Riffs. Also direkt auch das nächste Gebiet vom Strand können wir jetzt auch unter Wasser zum Riff. Und das machen wir auch gleich. Direkt los da. Gar nicht lang zögern. Also halt so lang zögern, wie die Ladezeit dauert. Ja, so, jetzt aber. Wir starten wieder am Strand. Dieses Mal geht's aber auch gescheit zum Wasser an sich. Alles klar, der Apfel, der verpisst sich einfach. Der hat richtig Bock. Ich habe keine Ahnung, ob wir noch ein besseres Tohaido finden. Für einen Fall mache ich jetzt schon mal ein Foto.
Da oben chillt einfach so ein Kackvieh. Ja, okay, das war halt komplett in die andere Richtung gedreht und dementsprechend nicht so toll. Ob da was Gutes dabei war, kann ich schwer einschätzen. Oh, scheiße. Da hab ich ein gutes Foto komplett verpasst. Da kann Carpador rausspringen. Aber ich glaube, sonst kriegt man da keine krassen Fotos. So, Wingard chillt hier ziemlich viel. Da kommen wir... Das ist genau dieselbe Pose wie die 8 Fotos davor. Was für toller Moment, Diggi. Ja, das Ding ist auch da. Zwingt uns so ein bisschen abzubiegen. Das Foto war absolut nichts Besonderes. Hör auf mit dem Scheiß-Trash-Talk, du Affe! Die da hinten haben anscheinend richtig Bock. Okay, dann verpiss dich halt wieder. So, das war, denke ich, ein ganz gutes Pilipper. Jo, ich glaube, wir haben gerade ganz gute Fotos zum Teil. Yes. Genau sowas. Ja, hier gibt's gute Motive. Aber ich habe auch das Gefühl, ich übersehe schon das ein oder andere. Ich dachte gerade kurz, dass da hinten wäre ein Kokuna und wollte die Entscheidung komplett hinterfragen. Aber nee, das ist nur der Schnabel von einem Pilipper. Ja, da ist direkt eine Abzweigung. Relativ zu erwarten in meinen Augen. Moin. So, dann gucken wir gleich mal da lang. Sonst wären wir, glaube ich, hier um die Felsen drumrum gefahren. Das ist schön, dass sich das so nennt. Wenn du mir noch erklären wirst, was mir das bringt, wär's Next Level. Irgendwie finde ich hier nichts Besonderes. Ich meine, ich komme ein bisschen näher zu hier den Dingern, aber... Aha. Ja. Da. Ja, wenn es halt Goofa anvisieren würde, ne? Trotzdem will ich ein gutes Goofa-Foto. Mein letztes war scheiße. Ach so, ich hab keine Bilder mehr. Wie das denn so schnell? Was? Wie habe ich keine Fotos mehr? Und außerdem, wird dann nicht normalerweise die Erkundung direkt abgebrochen? Nee, also im Normalfall sagt das Spiel dann immer, du hast keine Fotos mehr, komm zurück. Das weiß ich zu 100%. Nein, das Spiel bricht dann auch von selber ab. Doch, und selbst wenn, er hat mir ja nicht mal gesagt, du hast keine Fotos mehr, komm zurück.
Ich weiß aber auch nicht, wo ich auf immer so viele Fotos geschossen haben soll. Ja, nehmen wir das da. Torhaido habe ich halt die besten Motive alle verpasst. Ich weiß halt jetzt nicht, ob irgendwie hier von eins, ob das Beste wäre. Wahrscheinlich schon, ja. Machomai hat hier gute. Kapador hat eins. Das ist, denke ich, nice. Pilippa hat ein 3-Sterne-Bild. Naja, aber ob das so der Knaller ist. Also hier, die gefallen mir besser. Sehr schön. Ja. Also das ist wirklich ein wunderschönes Wailord-Bild. Ich hätte nicht mal erkannt, dass das ein Wailord ist, aber dein Ding. So. Ja, der Apfel verdeckt das Ding halt zur Hälfte. Da verdeckt der Apfel es nicht ganz so sehr. Das ist über 4K, alles klar. Und ja, das ist eindeutig besser, das Wingull. Machomai auch die Diamantsterne. Ja, da nicht. Das andere war auch deutlich besser. Das ist aber, denke ich, auch ganz cool. Yes! Gönn mir die Punkte! Und komm, das ist doch auch 4K. Danke! Wir haben gute Fotos in dem... Ja, und wir haben das. 900! Geil! 900! Und ja, es fehlen uns natürlich ein paar Punkte. Wundertoll. Ich würde sagen, wir machen das gleich nochmal. Und gönnen uns das Level ab. Und danach ist die Folge auch rum. So. Mal gucken, ob wir was Besseres hinbekommen als letztes Mal. So, ich denke mal, das war tatsächlich schon ein besseres Finien als alles, was ich beim letzten Mal hatte. Und das Ding, guck nur. Das könnte von den Sternen her decent sein, das Bild, aber es war's auch. So, ich will auf jeden Fall Torhaido dieses Mal besser hinbekommen. Es ist must-have. Nur, war das Torhaido nicht hier drüben? Oh, hi. Nicht wirklich besser, nope. Und ja, dieser Strudel ist für einen Karpador übertrieben. Hui. Ich weiß nicht, ob da noch irgendwas anderes kommen kann. Ich glaube aber ehrlich gesagt nein. So. Da hinten chillt noch ein Torhaido, aber ganz schlechtes Motiv. Die Mantax haben schon wieder Bock. Ja, vom Motiv her ist das, denke ich, nice. So. Und jetzt mach hier nicht so Stress, du Keck. Ich frag mich auch gerade, wo man fliegendes Pilippa mit Goofa in der Fresse findet. Also, dann ein bisschen schneller bitte. Das Ding freut sich auf einmal. Freust du dich auch noch, wenn ich dir Äpfel ins Gesicht schmeiß? Ich würde sagen, wir nehmen dieses Mal vielleicht
Obwohl, bringt die andere Route irgendwas? Ich bezweifle es, ehrlich gesagt. Ich überleg gerade, ob wir die andere Route diesmal nehmen. Ich find's schön, wie der Apfel noch richtig auf dem Bild zu sehen ist. Ja. Die haben zwar auch ganz nice Posen da drüben, aber halt letztendlich nicht so effektiv wie die weiter vorne. Die Gastella haben wir letztes Mal gar nicht fotografiert. Das heißt, nochmal eine neue Spezies gefunden. Ja, und von dem hätte man definitiv... Na, diesmal nicht. Ja, inzwischen eh zu spät. Ich hatte überlegt, vielleicht doch noch rum zu switchen, aber nein. Ah, aber dafür können wir hier drüben. Bis gleich. Genau deswegen wollte ich die Folge früh beenden. So, schnell durch mit der Scheiße, bitte. Die Capture Card macht auch nur noch, was sie will. Ich hoffe, die funkt überhaupt gescheit gerade. Weil, ja, irgendwie jetzt wollte die erstmal gefühlt eine halbe Stunde nicht mehr aufnehmen, so. Deswegen funktioniert einfach jetzt noch für die letzten paar, ja, sind es noch Minuten, maximal Minuten, ne? Also, ich kann die Erkundung nicht mal beenden, ey. Was soll denn das? Aber jetzt ist rum. So, und jetzt schnell die Fotos durchbekommen und dann Schluss mit der Folge, bevor noch mehr Scheiße abgeht. Deswegen nehme ich ungern auf der Switch auf im Moment, weil das Ding einfach nur noch kacke ist. Ich glaube, das Foto ist gut, dann... Why the fuck geht das nicht? Ja, ich würde sagen, das Tolle ist, die sind alle scheiße. Ja, das ist auch scheiße geworden. Das ist deutlich besser als das letzte. Das ist ganz gut. Das auch. Kein Plan, was das besonders macht. Ehrlich gesagt, juckt's mich auch nicht. Meinetwegen, so. Durch mit der Scheiße. Nochmal hier 3-4, 3-9. Das war scheiße, das ebenfalls. Ach so, und das waren ja nicht mal mehr Sterne als letztes Mal. Wunderbar. So, das waren Diamantsterne, das war knapp daneben. Das Ding guckt, glaube ich, in die ganz falsche Richtung, genau. Und Corazon ist auch nicht so toll. Silber könnte es werden, nein. So, damit reicht's auf jeden Fall fürs nächste Level. Riff am Tag hat jetzt Level 2. Ah, und... Hä? Hat der Typ das jetzt von selber uploadet? Was? Was laberst du von wegen, dass es uploadet? Ich hab keine Ahnung, was das jetzt bedeuten soll, aber alles klar. So, dann noch hier schnell durch mit den News. Können wir wieder irgendwo neu hin? Professor, es sind alle versammelt. Danke, Rita, dann wollen wir mal. Ich habe einen neuen Teleportierpunkt entdeckt, aber... Ja, sag uns wo. Am Meeresgrund.
krass. Aber das Neon wurde nicht fürs Tauchen gemacht. Deswegen habe ich es umgebaut, damit ihr euch auch unter Wasser begeben könnt. Mann, erschreck uns doch nicht so. Boah, ich freue mich schon wahnsinnig. Macht euch bereit, der Meeresgrund ist weit unten. Wir begeben uns unter Wasser, das wird interessant. Ja, der Meeresgrund ist weit unten, das ist die Moral der Story. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Like und oder Abo dalassen. Ciao.